Paschima heißt hinten, letztendlich und heißt auch westlich. Paschima ist insbesondere ein Teil von Paschimottanasana und darüber werde ich das nächste Mal sprechen. Jetzt kannst du dir einfach merken, Paschima heißt hinten. Paschima heißt auch hintere Nadis. Paschima ist ein anderer Name für die Sushumna, die feinstoffliche Wirbelsäule. Manchmal auch Paschimottana ist der Name dieser feinstofflichen Wirbelsäule. Paschima, also hinten, letzter, wie auch westlich. Von besonderer Bedeutung im Kontext zu einer Asana eben hinten.